Bewegte politische Zeiten wieder einmal in Österreich. Die SPÖ steuert nach jahrelanger Führungsdebatte auf eine Entscheidung um die Parteispitze. Die Koalition im Bund wird von einem Autogipfel gespalten und in Salzburg werden am Sonntag die Karten neu gemischt. Viel Stoff also für eine Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Und ebenso herzlich begrüße ich natürlich meine heutigen Gäste. Martina Salomon vom Kurier, Christian Ultsch von der Presse, Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten und Gerold Riedmann von den Vorarlberger Nachrichten. Ja, Herr Koller, beginnen wir gleich einmal bei der SPÖ. Pamela Rendi-Wagner war von Anfang an nicht unumstritten an der Parteispitze. Nur niemand wollte diesen Job machen. Also hat sich da keine Entscheidung herbeiführen lassen. Jetzt wollten ihn ganz viele machen. Fast wäre sogar eine Giraffe in der Endauswahl aufgeschienen. Was ist da passiert in den letzten Wochen? Das ist, bei der SPÖ weiß man fast nicht, wo man anfangen soll mit der Antwort. So viel ist dort schiefgegangen, weil es fängt ja schon an damit, dass sich der Menschenverstand kann es nicht fassen, dass von 73 Kandidaten nur 3 diese Hürden geschafft haben. Also da fragt man sich ja, was passiert ist. Aber der Punkt ist eben, dass die Frau Rendi-Wagner die Partei in einer schwierigen Phase übernommen hat. Nur das alleine ist ja nicht abendfüllend. Damit gewinnt man ja keine Wahl. Nicht? Und vor 2 Jahren beim letzten Parteitag, wo die Frau Rendi-Wagner sich der Wahl gestellt hat, zur Parteiobfrau oder Vorsitzenden, hat sie ohne Gegenkandidatin, glaube ich, nur 75% der Stimmen bekommen. Also da wäre ich an ihrer Stelle eigentlich zurückgetreten, weil das war ein totales Misstrauensvotum. Und jetzt ist eben diese Diskussion eskaliert mit Doskozil und Babler und so weiter. Und ich meine, das Tüpfelchen auf dem I ist ja, dass jetzt auf dem Stimmzettel nicht nur die 3 bekannten Kandidaten stehen, sondern man kann auch ankreuzen, keiner von den Kandidaten. Und da fragt man sich schon, was passiert, wenn keiner der Kandidaten sozusagen die Mehrheit bekommt, wird der dann beim Parteitag zum Parteivorsitzenden gewählt. Das beschädigt ja alle 3 Kandidaten nicht. Und das, also ich sehe überhaupt keinen Ausweg, aus der die SPÖ da rauskommen kann, unbeschädigt. Der Bundesgeschäftsführer argumentiert deshalb damit, dass sozusagen die Möglichkeit bestehen muss, ungültig zu wählen. Sehen Sie denn die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es die Delegierten oder die Mitglieder sagen, also ich will eigentlich niemanden von den beiden? Selbst wenn nur also jetzt 10% keiner von beiden angreizen, was wird passieren? Also der oder die Siegerin wird halt, ich weiß nicht, 30% haben, der zweite 28, der dritte 26%. Dann muss der oder die, die 30% hatte, beim Parteitag sagen, ich bin der große Star, wählt mich jetzt bitte. Dann wird die Person vielleicht wieder mit 70% beim Parteitag bestätigt. Ich meine, was soll das für eine Aufbruchstimmung sein? Das ist ja desaströs. Dass sich eine gewählte Parteivorsitzende so einer Entscheidungsfindung stellt, und Pamela Rendi-Wagner ist ja gewählt, das wäre ja gar nicht die Notwendigkeit einer solchen Entscheidung, ist ungewöhnlich. Nach allem, was wir jetzt gerade gehört haben, war aus Ihrer Sicht dieser Schritt unausweichlich? Nein. Die Frage, die doch also bei mir jedenfalls nach wie vor omnipräsent ist, ist warum? Warum denn das alles? Also ich meine, wenn man es auch geschichtlich, wie Andreas Koller es eben sagte, zurückerinnert, lange war Störfeuer aus Tirol sozusagen zu hören, dann aus dem Burgenland, seit die Wien-Energie-Sache passiert ist, ist es aus Wien mit Alternativkandidaten wieder ruhiger geworden sozusagen. Aber am Schluss ist da nichts Mobilisierendes für mich zu erkennen, was ja manche dann hoffen, dass da jetzt die Sozialdemokratie neu entsteht. Wir werden ja später sicherlich auch über Salzburg sprechen. Dann kümmert sich halt plötzlich die KPÖ ums Wohnthema. Also die Themen, die bei der SPÖ derzeit daneben gehen, sind beachtlich. Und es werden alle, in Amerika würde man zu den handelnden Personen dann lame duck sagen, also lahme Enten sind sie alle mal. Und wenn der Geschäftsführer kritisiert wird, dann kündigt die Parteivorsitzende an, dass in Zukunft einen zweiten Geschäftsführer geben wird. Also wird der auch noch. Am Schluss bleiben lauter Verlierer da. Über Salzburg werden wir tatsächlich noch sprechen im Laufe der Sendung dann. Die Entscheidung an der Parteispitze hätte eigentlich, wäre es nach der Bundespartei gegangen, zwischen 2 Kandidaten fallen sollen, zwischen Pamela Rendi-Wagner eben und Hans-Peter Doskozil. Jetzt plötzlich gibt es auch noch einen dritten Kandidaten, Andreas Babler. Geht es bisher in dieser Auseinandersetzung und die Mitgliederbefragung startet ja bereits am Montag, eigentlich auch um Inhalte oder nur um Persönliches? Naja, Andreas Babler hat schon Inhalte, sehr linke Inhalte eingebracht, also zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Er ist der König von Twitter momentan, also könnte Twitter wählen, dann hätte Andreas Babler sicher 98% der Stimmen. Er ist aber eigentlich nicht jemand, der ein wirklicher Kanzlerkandidat ist. Also er ist ja ein klassischer Oppositionspolitiker.
Doskozil regiert die Volksrepublik Burgenland sozusagen, also ist eher der Verstaatlicher. Pamela Rendi-Wagner, die übrigens heute die Unterstützung von allen ehemaligen SPÖ-Chefs und Kanzlern bekommen hat, außer Christian Kern, ist jemand, der man nicht zutraut, dass sie eine Wahl gewinnt. Das Problem ist daher, es gibt schon eine Pattstellung zwischen drei Kandidaten, die alle ein bisschen ein beschädigtes Image haben. Andreas Babler eigentlich noch am wenigsten. Bei dem Hans-Peter Doskozil wird ja vorgeworfen, dass er ein Zerstörer ist und dass er immer wieder ein Störfeuer angerichtet hat. Also da wieder rauszukommen, ist finde ich sehr schwierig. Ich hätte eigentlich erwartet vor ein paar Wochen noch, dass Pamela Rendi-Wagner sagt, ich trete jetzt auf die Seite, um die Partei nicht zu beschädigen und da muss ein professionellerer Prozess aufgesetzt werden. Weil Sie die Kanzler gerade angesprochen haben. Es sind vier der vergangenen fünf SPÖ-Bundeskanzler, Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann. Und eben ausgerechnet der Mann nicht, der ja eigentlich Pamela Rendi-Wagner empfohlen hat als seine Nachfolgerin. Christian Kern wurden ja immer wieder auch Avancen zugewiesen. Man hat gesagt, er möchte eigentlich noch einmal zurück. Würden Sie sich zutrauen zu sagen, wie viele das in der Partei auch wollen? Christian Kern spielt im Moment eine interessante Rolle. Er verscherzte sich mit keinem dieser drei Kandidaten. Ich glaube, er würde ganz gern, also es juckt ihn noch einmal in die Politik zurückzukehren. Er würde vielleicht auch ganz gern Minister werden. Jetzt egal, wer da rauskommt als Kanzlerkandidat und Spitzenkandidat. Aber ob er da wirklich mehrheitsfähig ist, sein Rücktritt war ja auch nicht gerade wahnsinnig professionell. Es gibt ja die These, dass am Schluss vielleicht noch irgendeine ganz andere Person am Parteitag kandidieren würde. Die Statuten der SPÖ würden das zulassen. Rechnen Sie damit, dass sowas passiert? Oder wäre das doch so absurd, dass selbst nach allem, was passiert ist, man sagt, das ist dann doch ausgeschlossen? Ich glaube, den Absurditäten ist da keine Grenze gesetzt. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die Partei nicht in der Lage war, sich klare Regeln zu geben für das Verfahren. Ich meine, zwei von den Kandidaten sagen, sie würden jetzt die relative Mehrheit akzeptieren. Der dritte, nämlich Babler, sagt nein, ich würde dann eine Stichwahl gehen. Ich meine, ich kann das auch rein rechnerisch und mathematisch nachvollziehen. Wenn es drei Kandidaten gibt, ist es theoretisch möglich, dass alle drei ungefähr gleich auf sind. 30% haben also keiner eine Mehrheit. Und da hätte ich mir erwartet, dass es da eine Regel gibt. Okay, was machen wir dann? Gibt es dann eine Stichwahl in der Mitgliederbefragung oder findet die Stichwahl dann am Parteitag statt? Das alles ist nicht festgelegt. Und ich finde überhaupt interessant, dass das Ganze so irgendwie so eine Blackbox ist. Also kein Mensch weiß, wie diese 148.000 Mitglieder, sofern sie dann überhaupt teilnehmen an der Wahl, wie die ticken. Und da können, also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, da können dann schon Überraschungen herauskommen. Also ich erinnere an Deutschland, da haben alle geglaubt, da gab es ja auch eine Mitgliederbefragung, da haben alle geglaubt, der Olaf Scholz wird ganz sicher das Rennen machen, weil er ist ja der bekannteste Kandidat und er könnte auch am ersten die Wahl gewinnen. Dann war es aber nicht so. Dann hat eine völlig unbekannte Hinterbänklerin gewonnen, nämlich die Saskia Essen und ein noch unbekannterer Hinterbänkler, nämlich der Herr seinen Namen habe ich schon. Das war der hat Walter Borjans geheißen. Also so unbekannt, dass ich ihn schon wieder vergessen habe. Und dann ist man aber erst recht drauf gekommen, dass man mit den beiden keine Wahl gewinnen kann. Und dann ist der Scholz rausgehüpft. Also es ist irgendwo angelegt in diesem Verfahren, dass da viele Überraschungen passieren können. Dieses deutsche Modell besteht nach wie vor. Also gemacht wurde es ja zu einer anderen Zeit. Da war Olaf Scholz noch Finanzminister. Jetzt ist er mittlerweile Bundeskanzler. Ist das aus Ihrer Sicht ein Modell, das eine gute Schablone auch für Österreich wäre? Ist das überhaupt praktikabel, dass man sagt, die Partei Spitze ist hier und der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin dort, wenn das überhaupt nach einer Wahl überhaupt zur Debatte stünde? Also eigentlich ist es nicht praktikabel, wenn das getrennt ist. Und das war in Deutschland nur die Folge dieses, ich nenne es mal Betriebsunfalls, dass dann tatsächlich Esken Parteichefin war. Und man wusste dann ab einem gewissen Zeitpunkt, okay, mit ihr kannst du keine Wahl gewinnen. Also brauchen wir einen anderen Kanzlerkandidaten. Deswegen hat man den Scholz genommen. Ich meine, ein ähnliches Szenario ist theoretisch vorstellbar, wenn Babler gewinnt. Ich meine, das ist ja irgendwo auch nicht auszuschließen. Das ist meiner Beobachtung nach der Kandidat, der irgendwo die meiste Dynamik entfaltet. Ich glaube, wenn ihm tritt doch der eine oder andere ein in die Partei. So, nur wenn er gewinnt, ich glaube nicht, dass er in der Lage wäre, diese Wahl zu gewinnen, weil er einfach zu links ist. Und erfahrungsgemäß werden Wahlen dann doch eher in der Mitte gewonnen.
Bei Wahlen können wir uns immer auf Umfragen stützen. Das können wir jetzt nicht. Es gibt natürlich keine Umfragen unter Parteimitgliedern. Das wäre auch viel zu kostspielig. Wir wissen auch nicht, was die Funktionäre machen. Trotzdem wollen wir natürlich, auch wenn es ein bisschen riskant ist, darüber sprechen, wer dann die besten Karten hat. Was ist denn da Ihre Meinung? Ja, Sie haben es angesprochen. Bei dieser Wahl kann sehr leicht eine Zufallsmehrheit rauskommen für irgendwen. Und ich glaube eigentlich, wenn ich es konkret beantworten soll, das ist immer ein Risiko, aber das Ergebnis steht erst im Juni fest. Und da haben die Leute schon vergessen, was ich jetzt gesagt habe. Also ich glaube, dass der Herr Babler natürlich gute Chancen hat, weil ich wohne in Floridsdorf, das ist ein riesengroßer Flächenbezirk und ich bin überzeugt, dass die meisten Sozialdemokraten in einem Bezirk wie Floridsdorf, Favoriten, Donaustadt, eher Richtung Doskozil tendieren. Die Bobo-Partie ist eher für den Herrn Babler. Die Leute, die innerhalb des Gürtels wohnen oder die halt im Speckgürtel wohnen, aber die sind vielleicht eher Grünwähler. Also die sind zwar für den Babler wählen, aber dann eh nicht die SPÖ. Also, und die Frau Rendi-Wagner, ich habe das Gefühl, dass die Frau Rendi-Wagner und der Herr Babler einander die Stimmen ein bisschen wegnehmen. Also sie stehen zwar ein bisschen für unterschiedliche Dinge, sind aber beide eher so ein bisschen Mitte der Links positioniert und bei Migration ist überhaupt kein Problem und so weiter. Also die sprechen ein bisschen dieselben Leute an, was auch dazu führen kann, dass der Herr Doskozil die meisten Stimmen bekommt. Nur das große Risiko bei diesem völlig unprofessionellen Verfahren ist genau das, wie der Herr Ulsch sagt, dass er nicht falls Mehrheit rauskommen kann. Ich glaube, dass der Herr Babler seine Truppen gut organisiert hat, die Parteijugend, die neu eingetretenen, also wer weiß, was da passiert. Und gleichzeitig muss ich sagen, es wäre völlig undemokratisch, wenn irgendwer auf die Idee kommen sollte, beim Parteitag dann einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zu präsentieren. Wie kann er nicht den Mitgliedern sagen, ihr dürft jetzt aussuchen, wer Parteivorsitzender wird. Und dann sage ich, Edge, jetzt kommt aber der Superstar und es wird jetzt ganz wer anderer. Also die müssen da durch. Es muss einer von den dreien muss jetzt Parteivorsitzender werden. Ich sehe keinen anderen Weg. Pamela Rendi-Wagner setzt jedenfalls auf die Loyalität der Partei, auch auf Anerkennung dafür, dass sie so lange durchgehalten hat. Ist das eine Rechnung, die Ihrer Meinung nach unter den Mitgliedern der SPÖ aufgehen kann? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, ich bewundere ihre Leidensfähigkeit und finde es eigentlich schon fast ein bisschen übertrieben, weil sie hat auch einen echten Beruf gelernt. Sie müsste sich das nicht antun. Verstehe ich nicht, warum sie das noch tut. Weil sie hat schon mehrfach ein klares Votum für sich gekriegt. Also jetzt noch einmal diesen Prozess zu durchlaufen, finde ich eigentlich ziemlich demütigend. Aber wie interpretieren Sie das dann, dass doch so viel Unterstützung, gewichtige Unterstützung kommt? Also ist das die Anerkennung sozusagen, die halt auch offenbar von Franz Franitzky oder Alfred Gusenbauer, zum Beispiel äußert sich eigentlich überhaupt nie zur Innenpolitik, auch Werner Faymann nicht, ja. Ja. Dass die sagen, ja, wir finden, sie ist die Beste. Also woher kommt das? Na, ich glaube, die wollen retten, was noch irgendwie zu retten ist, weil sie vernünftigerweise sehen, dass das ein völlig unvernünftiger Prozess ist, der da abläuft, wobei heimlich jeder weiß in der SPÖ, dass sie schlechte Wahlchancen hat bei einer Nationalratswahl. Die zwei anderen sind aber auch keine strahlenden Helden. Also da entwickelt sich eine Pattstellung, die ich eigentlich schon verheerend finde, für eine ja einstmals und noch immer staatstragende Partei wie die SPÖ. Und sie ist da amtierende Vorsitzende sozusagen, oder? Ich meine, das ist ja nicht in Frage gestellt. Sie ist ja auch nicht zurückgetreten, hat das weggelegt, sondern es ist nur ein weiteres Mal ein Test, ob es dann eh passt, dass es sie ist. Und das wurde ja eigentlich schon beantwortet, diese Frage. Und mit jedem Monat, der dahinzieht und mit dem zunehmenden Vakuum, das da einfach auch entsteht, wächst auch das Chaos. Weil toleriert wird, wenn aus dem Burgenland welche Meldungen auch immer kommen. Und erinnern wir uns zurück, das ist noch gar nicht so lange her, nur eine Frage von Wochen, da war ja eigentlich gedanklich auch bei uns irgendwie das so angekommen, es wird eine Zweierabstimmung, entweder oder. Und dann kam vieles mehr und die Giraffe und so weiter und dann waren es 70 und jetzt sind es wieder drei in einem völlig intransparenten Verfahren, das dann auch überhaupt keine Rechtsgültigkeit hätte und auch bei einem Parteitag mit Christian Kern, der dann als der doch irgendwie doch noch die Lust verführt, weil jetzt ist die Verpflichtung da. Oder jemand anderer, aber das ist doch ein Verfahren, das nimmt doch nicht, also es fällt schwer, das ernst zu nehmen und ich bin in Panik, dass in einer Zeit, in der Lohnabschlüsse verhandelt werden, in denen den Menschen das Wohnen zu teuer wird, etc., etc., bis Juni wir in einer Zeitschleife sein werden, wo sich drei Kandidaten vor dem eigenen Publikum profilieren müssen. Jetzt gibt es die These, dass Hans-Peter Doskozil am besten bei der Wählerschaft ankommt. Also Pamela Rendi-Wagner hat sich einer bundesweiten Wahl bereits gestellt. Andreas Babler nicht, auch keiner landesweiten Wahl. Er ist zwar angetreten jetzt natürlich in Niederösterreich, aber da war Franz Schnabel Spitzenkandidat. Und Doskozil hat die absolute Mehrheit im
Burgenland, da wird man das wahrscheinlich wohl hochrechnen und kommt deshalb jetzt zu dieser Meinung. Glauben Sie, dass das bei den Funktionären und bei den Mitgliedern der SPÖ ähnlich ist? Ich glaube, dass die nach ganz eigenen Gesichtspunkten jetzt ihre Wahl treffen. Und die einen werden in Rechnung stellen oder sich überlegen, wer kann eine Wahl gewinnen. Die anderen werden sagen, nein, ich will den, der mir jetzt am sympathischsten ist oder der mir ideologisch zusagt. Also das ist eben keine gremiale Entscheidung. Die hätte natürlich schon viel früher fallen müssen. Weil ich meine, meiner Ansicht nach hat halt, wie Sie gesagt haben, Pamela Rendi-Wagner, die man bewundern muss für ihre Durchhaltekraft, hat ja eigentlich schon gezeigt, dass sie eine Wahl nicht gewinnen kann. Ne? Also sie hatte das schlechteste Ergebnis damals eingespielt. Und da hat mich eigentlich verwundert, dass sie da weitermachen konnte. Dann wurde sie ständig desavouiert. Und dann, das finde ich jetzt im Rückblick interessant, gab es natürlich in den Umfragen einen Zeitpunkt, wo sie recht gut lag. Ja? Und ich glaube, dass sie deswegen noch immer Loyalität. Im Sommer, hat. Im vergangenen Jahr. Ja, und deswegen hat sie, glaube ich, stehen ihr bestimmte Parteiführer, Granden, wie man das ausdrückt, noch immer loyal gegenüber. Nur haben dann die Querschüsse erst recht begonnen aus dem Burgenland. Und so ist man überhaupt in diesen ganzen Strudel hineingekommen. Meiner Ansicht nach hat immer gesagt, Michael Ludwig ist der starke Mann. Da hätte sie halt schon vor einiger Zeit auf die Seite nehmen sollen und sagen, wir müssen uns was überlegen und du hast das toll gemacht. Aber die nächste Wahl sollten wir vielleicht mit dem anderen bestreiten. Jetzt höre ich schon bei Ihnen allen heraus, dass Sie diesen Weg Mitgliederbefragung und Sonderparteitag nicht für das geeignete Mittel halten, dieses Problem zu lösen. Wie hätte man oder könnte man es denn lösen? Weil die vergangenen Jahre ja doch gezeigt haben, wie auch die Frau Salomon gesagt hat, es gab immer wieder Versuche. Sie hat sogar eine eigene Mitgliederbefragung angestrengt, um gewisse inhaltliche Positionen abzuklären. Hat alles nichts genützt. Was soll man denn machen, wenn auch bis dato sich niemand hervorgewagt hat und gesagt hat, dann mach's halt ich. Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, nicht? Weil es gibt nicht diesen Superstar, wie es einmal in der ÖVP war vor 6 Jahren, wo jeder gewusst hat, Sebastian Kurz wird der nächste Parteivorsitzende sein. Und ich meine, die ÖVP ist ja auch in der Lage, nicht? Die haben jetzt den Herrn Nehammer und den haben sie halt genommen, weil er da war, nicht? Und nicht, weil er der strahlende Held ist. Bei der SPÖ hätte man natürlich schon, also ich bin ja natürlich immer für die Demokratie, aber andererseits gibt es Parteigremien, wie zum Beispiel den Vorstand und auch das Präsidium, die hätten vielleicht schon sich einmal oder zweimal zusammensetzen müssen und nachdenken, ob sie nicht irgendjemanden finden, der auf breite Zustimmung in der Partei und vor allem auch in der Öffentlichkeit trifft und den dann den Parteitag zum Obmann oder zur Obfrau vorschlagen. Ich meine, so geht es ja, so macht man es ja in einer Partei normalerweise. Nicht? Man wirft ja nicht sozusagen irgendwie die Stäbchen in die Luft und eines, da mache ich dann den Namen auf und der wird es dann. Also das ist ja völlig unprofessionell. Nur jetzt, ehrlich gesagt, jetzt kann man diesen Prozess nicht mehr stoppen. Also da ist die Kuh aus dem Stall. Aber wer wäre aus Ihrer Sicht der für diese Zeit jetzt geeignete SPÖ-Vorsitzende oder die SPÖ-Vorsitzende? Ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nicht? Aber vor wann war das? 20, also nach dem Rücktritt des Herrn Faymann gab es einige Namen, die genannt wurden, Gerhard Zeiler und so weiter. Ich sage nicht, dass der Gerhard Zeiler jetzt der richtige Vorsitzende wäre. Der Punkt ist aber, dass die SPÖ durchaus über Personal verfügt, vielleicht auch eher am Rande der SPÖ, gar nicht hauptberufliche Politiker in der Wirtschaft, die man vielleicht hätte gewinnen können. Aber jetzt ist es zu spät. Letzte Frage jetzt zu diesem Themenbereich. Alle Kandidaten sagen, nach dem Parteitag muss endlich Einigkeit herrschen. Wenn man sich jetzt allein den Club anschaut, dann sieht man zum Beispiel Julia Herr unterstützt den Herrn Babler, Max Lercher unterstützt Hans-Peter Doskozil, einige andere, wie zum Beispiel Gabriele Heinisch-Hossig, unterstützt Pamela Rendi-Wagner. Dieser Club wird aber weiter so bestehen, weil die sind alle gewählt. Wie kann man denn da Einigkeit herstellen? Man muss dazu sagen, Pamela Rendi-Wagner führt auch noch diesen Club. Wirklich schwer vorstellbar. Also ich will nur ergänzend noch zu Andreas Koller sagen, die SPÖ war nämlich immer sehr gut, rechtzeitig vor einer Wahl auch blitzartig wie einen Neuen aufzustellen, der dann die Wahl auch überraschend gewinnt. Also eigentlich hätte man erwarten können, dass man, dass man vielleicht einmal mit der Pamela Rendi-Wagner redet und sagt, du führst die Partei noch, aber wir haben jetzt schon in Petter den Spitzenkandidat, du wirst nicht Spitzenkandidat. Und dann hätte man auch vielleicht überraschend den Peter Hacker aus dem Talon ziehen können zum Beispiel. Das wird schwierig, die Partei dann wieder zu einigen. Interessanterweise ist sie auch in der ÖVP durchaus möglich, dass irgendwie eine Kurztruppe sich abspaltet plötzlich oder daneben eine neue Gruppierung.
Sie formieren sich da in einem Büro jetzt. Also nicht, dass ich was wüsste davon, aber ist nicht ganz undenkbar. Oder dass sich in der SPÖ eine Linke oder eine Art Sektions 8 abspaltet. Also aber das halten Sie für möglich, dass Sebastian Kurz nochmal in die Politik zurückkommt, nachdem er erst vergangenen Sonntag gesagt hat, ich habe meinen Beitrag geleistet? Ich glaube, wenn es zu keiner Anklage kommt, beziehungsweise er freigesprochen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass ihn das schon noch mehr reizt. Aber nicht in der ÖVP, sondern mit einer eigenen Gruppe. Warum nicht? Er sammelt seine Getreuen um sich, das finde ich ganz interessant, die alle eine Büro-Wohngemeinschaft bilden, also okay. Schon interessant. Jetzt sind wir schon bei der ÖVP und damit sind wir jetzt bei der Bundesregierung. Die könnte sich ja eigentlich theoretisch erste Reihe fußfrei hinsetzen und mal schauen, was da jetzt so passiert in der SPÖ. Macht sie aber nicht, sondern kommt auch immer wieder in Konflikt miteinander und zwar, wie es ausschaut, ohne jede Not. Der Bundeskanzler hat für gestern einen Autogipfel einberufen. Sehen Sie für eine solche Veranstaltung im Jahr 2023 zu diesem Zeitpunkt irgendeine Notwendigkeit? Wir hatten im Westen vor zwei Tagen die Auszeichnung, waren zu Gast in einem großen Automobilherstellerbetrieb mit dem Finanzminister, auch derselben Partei, Magnus Brunner, der die größten Industriellen Vorarlbergs ausgezeichnet hat. Und dort war der dortige Geschäftsführer der Firma Hirschmann. Das ist ein Unternehmen, das sicherlich industriellen Familien gehört, die durchaus im ÖVP-Umfeld anzusiedeln sind. Und dessen CEO sagt auf der Bühne, der Verbrenner wird nicht nur mittelfristig, sondern hat seine Pflicht getan. Wir sind Innovationstreiber in der Elektromobilität. Im Individualverkehr hat sich die Elektromobilität durchgesetzt. Und das ist kein kleiner Hersteller, sondern er arbeitet für Mercedes, BMW etc. Auch die Autohersteller sind sich da ja zwischenzeitlich einig. Ich glaube, dass das ein deutliches Signal an die Wählerschichten ist, die halt sich nicht ändern wollen, für die Elektromobilität ja auch jetzt, Stand jetzt, zu teuer ist. Und deshalb ist das für mich nichts anderes als Fischen in einem FPÖ-Wählersegment, das nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist eine Nebelkerze, die davon ablenkt, was ansonsten nichts passiert. Und jetzt diskutiert die Klimaministerin gemeinsam mit dem Bundeskanzler darüber, was richtig ist. Die Branche hat sich da längst entschieden. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Nehammer hat das ja in seiner Grundsatzrede Anfang März schon angesprochen, hat gesagt, also er wird das nicht einfach so hinnehmen, dass der Verbrennungsmotor, des Verbrennungsmotors. Nun dürfen aber in der EU ab 2035 überhaupt keine Autos mehr zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel fahren, beziehungsweise sie dürfen nicht mehr verkauft werden. Ist das nicht eine wirklich sehr virtuelle Diskussion und ein sehr virtuelles Versprechen auch zu sagen, ich nehme das nicht so hin? Na, zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, schon gewusst, dass die Deutschen auch darauf drängen, dass Verbrennermotoren weiterhin verwendet werden können, wenn es eben diese sogenannten E-Fuels gibt, synthetische Kraftstoffe. Das hat er gewusst und deswegen hat er sich angehängt. Und dann ist er das tatsächlich gelungen, dass man in einem Kompromiss, dass man dieses Türchen offen hält. Ich glaube aber auch, dass es ja letztlich die Entscheidung der Unternehmen ist und der Industrie, wie sie sich ausrichten. Jeder weiß, dass diese sogenannten E-Fuels nicht sehr energieeffizient sind. Also man braucht schon wahnsinnig viel Energie, dass man überhaupt diesen Treibstoff herstellt. Es sagen eigentlich alle Experten, okay, das wird schon wichtig sein, diese E-Fuels, aber weniger für Pkw, sondern für Flugzeuge, für Schifftransport etc. Und ja, ich ganz ehrlich, ich finde auch, ich hätte mir sozusagen auch eine andere Schwerpunktsetzung erwartet, damals schon in dieser Zukunftsrede. Also es gibt ja viele lohnende Themen, mit denen man sich beschäftigen können, die wichtig sind für die Zukunft Österreichs. Das Bildungsthema beispielsweise oder wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um. Oder man hätte vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken daran verschwenden können, wie die Zukunft Europas ausschaut und welchen Beitrag da Österreich leisten kann. Das war leider nicht der Fall. Und ja, es ist offensichtlich auch ein Signal an eine Wählerschaft. Es ist letztlich dann auch eine nicht uninteressante Frage, okay, wie kann dieser Energiemix ausschauen? Aber dass man das so inszeniert mit Autogipfel etc. und einer ganzen Woche
in der man sich dann diesen Themen zuwendet, mit Betriebsbesuchen etc., kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber vielleicht gibt es ja demnächst auch einen Bildungsgipfel oder einen KI-Gipfel oder einen Europagipfel im Kanzleramt. So, du hast mal kurz, das ist eine Chiffre für Technologieoffenheit. Ich glaube, das soll ja, und das ist ja etwas, was die Wirtschaftskammer und auch Sebastian Kurz zuvor schon seit Jahren immer wieder vorbringt, damit eben nichts verboten werden muss und dass man sich auch vom Regierungspartner sozusagen... Gut, dagegen finde ich, ist ja prinzipiell nichts einzuwenden, dass es eine Offenheit gibt gegenüber technologischen Entwicklungen. Logisch. Finde ich ja gut. Und dieselbe Offenheit sollte es halt vielleicht auch gegenüber anderen Themen geben. Oder zwischen Regierungspartnern, aber so haben wir jetzt die Situation, dass die Justizministerin am Sonntag in der Pressestunde der ÖVP ausrichtet, was sie als Integrationsministerin täte, und der Bundeskanzler der Klimaministerin ausrichtet, dass er halt lieber, dass die ÖVP die Lust am Verbrennen offenbar gefunden hat. Diese Aussagen des Bundeskanzlers wären vermutlich beim früheren Koalitionspartner der ÖVP, bei der FPÖ, gut angekommen. Ganz sicher nicht bei den Grünen. Was sollen denn die Grünen daraus ablesen? Was ist das für eine Botschaft? Na gut, die Grünen können die Realität ablesen, nämlich dass sie in der nächsten Bundesregierung natürlich nicht mehr vertreten sein werden. Denn das geht sich schon mathematisch gar nicht aus, wenn man die Wahlergebnisse sich ungefähr vorstellt, die es in eineinhalb Jahren geben wird. Und also ich halte die wahrscheinlichste Regierungsform entweder also schwarz-rot, rot-schwarz, je nachdem, oder schwarz-blau, blau-schwarz, nicht? Und also da ist man mit dem Thema Auto, ist man da ganz gut aufgestellt. Also darum glaube ich auch, wie die Kollegen schon gesagt haben, dass diese Ansagen des Bundeskanzlers wahlkampfbedingt sind. Also der Wahlkampf ist sozusagen eröffnet und der Kanzler hat eine Markierung gesetzt. Nur eins möchte ich schon noch sagen, ne, weil die Kollegen auch gesagt haben, die Branche hat sich längst für die E-Mobilität entschieden. Ja, das mag schon sein, nur die Branche sollte ja nicht sozusagen jetzt die Mobilitätspolitik machen. Also, und ich bin ja der Meinung, dass auch die E-Mobilität nicht die Lösung des Problems ist. Nicht? Weil ich sage immer, das größte Problem am Auto ist nicht die Art seines Antriebs, sondern das Auto, nämlich das Vorhandensein der Autos. Zu viele Autos mit zu viel Rohstoffverbrauch, und kein Mensch weiß ja, wie die vielen Elektroautos alle geladen werden sollen. Nicht? Wenn jetzt in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, was natürlich auch Österreich betrifft, wenn bei uns um jedes Windrad, das errichtet werden soll, ein Kulturkampf entbrennt. Also ich schaue mir das sozusagen erst reihenfußfrei an, wie das gelingen soll, dass ganz Österreich sich auf E-Mobilität umstellt. Ja. Ich finde schon, dass eine wichtige Frage natürlich ist, woher Österreich und andere Länder ihre Energie beziehen, wenn wir klimaneutral werden. Also das ist wirklich wesentlich die Frage. Also das lohnt sich schon, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich fürchte halt schon, dass eine der Folgen sein wird, dass das Energielevel, Preislevel einfach steigen wird und dadurch alles dauerhaft teurer wird. Und ja, das ist prinzipiell schon mal klug, dass man sich darüber Gedanken macht. Nur glaube ich, dass die Politik da zwar Rahmenbedingungen vorgeben kann, aber letztlich entscheidet doch die Industrie und nimmt die Forschung und man nimmt den kostengünstigsten, effizientesten Treibstoff, effizienteste Energieform. Nochmal zurück zur Politik, zur Koalition. Andreas Koller hat quasi gesagt, diese Regierung ist angezählt, beziehungsweise man sieht, da geht nicht mehr viel. Regulärer Wahltermin ist im Herbst 2024, also da wäre noch einige Luft nach oben. Da gäbe es noch Platz für Bildungsgipfel, wie Sie gerade gesagt haben. Aber was ist Ihr Eindruck, was kann eine Regierung, wo dann doch der eine dem anderen Koalitionspartner vielleicht nicht eins auswischt, aber doch signalisiert, wir haben eigentlich nicht mehr so viel gemein. Was kann die noch auf den Weg bringen? Das wird wirklich schwierig. Also ich halte dieses Signalauto für ein wahltaktisches Signal, so wie ihr alle, um zu signalisieren, auch den Grünen, wir lassen uns von euch jetzt nicht mehr am Nasenring durch die Manege ziehen. Ihr habt uns den Kanzler und ÖVP-Chef abgeschossen, den Sebastian Kurz. Wir sind jetzt nicht mehr so defensiv, wir sind offensiver. Ich glaube, man unterschätzt auch, dass das ein klassisches freiheitliches Thema ist, mit dem sie auch in Niederösterreich auch mitgewonnen haben. Nach Impfgegnerschaft, nach Anti-Gendern kommt jetzt, die wollen eigentlich das Auto wegnehmen. Das zieht total bei den Leuten. Die E-Mobilität ist wahnsinnig teuer. Die ist in Wahrheit, die ganzen E-Autos, die in Österreich rumfahren, das sind natürlich jetzt Dienstautos, weil die steuerlich begünstigt sind. Das kann man sich noch nicht wirklich vorstellen. Wir haben eine Kurierumfrage gemacht, sollen in Zukunft nur mehr E-Autos fahren? 83% haben gesagt, nein. Also das ist ein Thema, mit dem man schon punkten kann, wahltaktisch. Die Frage, ob es dann realistisch ist.
ist eine andere Frage, da habt ihr ja eh kompetente Antworten drauf gegeben, aber da setzt er sich jetzt so, wie Sebastian Kurz davor bei der Migration, setzt sich Karl Niehammer interessanterweise jetzt auch ganz genau auf ein blaues Thema. Es hat auch interessanterweise der Gesundheitsminister auch gesagt, er ist jetzt für eine Ampelkoalition, ich meine, das ist ja, es ist jetzt erst in eineinhalb Jahren eine Wahl und das sagt ein wichtiger Player, ein ganz besonders wichtiger Gesundheits- und Sozialminister, nämlich mit einem Riesenressort. Ich wünsche mir jetzt eine Ampelkoalition, auch nicht ganz schwach, muss man sagen. Also das Verbindungsglied sind zwei Personen, von grüner Seite ist Werner Kogler, der das irgendwie aufrechterhält und auch interessanterweise das sehr pragmatisch agierende Sigrid Maurer. Aber in Wahrheit ist schon der Wurm jetzt ziemlich drin. Es gibt unglaublich viele Themen, wo es Blockade gibt. Also von der Arbeitsmarktreform, die ganz wichtig gewesen wäre, wo so viele Arbeitskräfte fehlen, Klimaschutzgesetz, alle möglichen Personalentscheidungen, Bundesstaatsanwalt, dann auch also von Transparenz bis weiß ich nicht was. Also ich sehe jetzt im Moment wenig Fortschrittsmöglichkeiten in dieser Koalition und wenig. Ich glaube, also wir glauben im Kurier, dass es rund um die EU-Wahl im Frühjahr eine Wahl geben wird, eine Nationalratswahl geben wird. Die Bundesregierung muss bis dahin oder bis Herbst jedenfalls weitermachen. Nicht weitermachen muss die Salzburger Koalition. Da wird am Wochenende, am Sonntag, ein neuer Landtag gewählt. Es gab bereits zwei Landtagswahlen in diesem Jahr in Niederösterreich und in Kärnten. Zwei unterschiedlich regierte Bundesländer, die eins gemein haben, eigentlich an der Spitze jeweils zwei Chefin, die sehr unumstritten sind in ihrem Bundesland, sehr beliebt eigentlich, Johanna Mikl-Leitner und Peter Kaiser von der SPÖ in Kärnten. Gemein hatten sie, dass sie ziemlich viel abgebissen haben. 9,7% rechnen sie damit, dass Wilfried Haslauer in Salzburg auch mit einem deutlichen Verlust rechnen muss? Er wird sicher auch einen Verlust hinnehmen müssen. Es wird wie bei den letzten Wahlen, die Freiheitlichen werden der große Gewinner sein. Die Spitzenkandidatin ist die einzige Herausforderin, macht das auch relativ geschickt, muss man sagen. Und der arme David Ecker, der SPÖ-Spitzenkandidat, kämpft halt jetzt mit dieser Gemengenlage rund um ihn herum, dass die SPÖ so ein schreckliches Bild abgibt. Also da ist wenig zu gewinnen für ihn. Also der große Verlierer wird die SPÖ sein, der große Gewinner die FPÖ. Und da wird man auf den Landeshauptmann dann gar nicht so genau schauen, weil der hat ja schon jetzt keine so strahlende Prozentanzahl. Bei ihm geht es nicht um den Vierer, bei ihm geht es um den Dreier und den wird er schon überspringen, denke ich mal. Da schauen wir doch jetzt mal zu Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, was der so hört. Wie es die Frau Salomon schon gesagt hat, wie so oft, wenn die Regierenden verlieren, gewinnt die FPÖ. Marlene Swacek gilt als großes Talent in der FPÖ, hat auch gesagt, der Herr Haslauer wird nicht an uns vorübergehen können. Jetzt hat sich Haslauer zwar nicht festgelegt, mit wem er will und mit wem er nicht kann. Allerdings, wenn man ihm zugehört hat, die Vergleiche mit den 1920er Jahren und der FPÖ deutet nicht unbedingt darauf hin, dass die Koalition mit der FPÖ eine Wunschkoalition ist. Glauben Sie, dass Haslauer an der FPÖ vorbeigehen kann? Naja, er persönlich wahrscheinlich schon, weil ich möchte jetzt da nicht Prophet spielen, weil in ein paar Wochen wissen wir es wahrscheinlich oder vielleicht sogar schon in ein paar Tagen, man weiß ja nicht, welche Dynamik der Wahlabend bringen wird. Also der Wilfried Haslauer, soweit ich ihn kenne, hat ja eine fast körperliche Abneigung gegen die Freiheitlichen und ich glaube nicht, dass er eine Koalition mit den Freiheitlichen eingehen würde. Also würde er möglicherweise sein Amt vorher noch zur Verfügung stellen. Aber der Punkt ist halt wirklich, dass der Wilfried Haslauer ja jetzt schon, also bei der letzten Wahl ein Wahlergebnis hat, das ungefähr in der Größenordnung von Peter Kaiser ist. Nicht, also der hat schon, wie die Kollegin Salomon sagt, nicht so eine strahlende Ausgangslage wie die beiden anderen Landeshauptleute, die gewählt haben. Wobei ich da auch immer sage, man muss die Kirche im Dorf lassen. Also sowohl Mikl-Leitner als auch Kaiser mit ihren Parteien sind, glaube ich, 14% oder 15% vor der Nummer 2. Ich meine, das sind tolle Wahlergebnisse. In Salzburg ist derlei nicht zu erwarten. Also da wird der Abstand zwischen der ÖVP und der Freiheitlichen Partei minimal sein. Also ich gehe davon aus, dass die ÖVP Nummer 1 ist, aber was weiß man schon. Und dann geht es halt um die Koalitionsfrage, nicht? Weil die Ampelkoalition wird sie dann wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Die Neos müssen ja sogar um den Einzug in den Landtag bangen. Also da kann einiges ins Rutschen kommen. Der Herr Ecker ist
hat natürlich das Problem seiner Partei am Hals. Er selber ist auch nicht jetzt der allerstärkste Kandidat. Dazu kommt noch, dass links von der SPÖ, also immer wenn die SPÖ schwächelt, kommt links von ihr sozusagen was daher. Das war in Graz so, wo eine kommunistische Bürgermeisterin ist. In Salzburg gibt es einen sehr geschickten, jungen Politiker, KPÖ Plus, der möglicherweise in den Landtag kommt, natürlich auch teilweise oder großteils auf Kosten der Sozialdemokraten. Also darum glaube ich, dass für die Sozialdemokraten wahnsinnig wenig zu gewinnen sein wird. Ein bisschen muss man in dieser Frage jetzt KPÖ Plus auch die Frage stellen, die man in Salzburg gestellt hat. Geht es da um Inhalte, geht es um die Person oder geht es wirklich um eine Art Revival der kommunistischen Partei? Das ist ja für ein so strukturkonservatives Bundesland wie Salzburg natürlich. Schon ungewöhnlich. Ne? Es geht sicher nicht um ein Revival der kommunistischen Partei, wobei ich immer persönlich skeptisch bin, wenn sich jemand KPÖ nennt, nicht? Wenn man an die Verbrechen denkt, die im Namen des Kommunismus passiert sind. Aber das ist nicht gemeint von dem Herrn Dankl und auch nicht von der Frau K. natürlich. Nein, das sind einfach gute Sozialpolitiker. Ich meine, der Herr Dankl macht es teilweise wie die Frau K. in Graz. Er spendet sein Geld und so weiter. Er ist einfach für die sogenannten kleinen Leute da. Nicht? Und das ist ja wirklich eine sehr geschickte Politik. Also er macht eigentlich das, was die SPÖ eigentlich machen sollte. Und er ist noch dazu ein Kommunikator und er schaut gut aus und er ist jung und er ist frisch. Also das kommt ihm natürlich alles zugute. Jetzt noch einmal kurz nachgehakt, weil Sie gesagt haben, was weiß man schon, halten Sie es für möglich, dass die FPÖ in Salzburg auf Platz 1 kommt? Ja, also möglich ist alles. Nach der Kärntenwahl hat man ja auch gesehen, also die Umfragen waren da ja nicht ganz präzise, aber ich möchte jetzt nicht herumorakeln, also, aber ich würde jetzt keine Wetten auf die Reihenfolge der Parteien in Salzburg ablegen. Herr Rittmann, -9,7% für die ÖVP in Niederösterreich, -9% für die SPÖ in Kärnten. Man muss schon sagen, so Landeshauptleute, die eigentlich mit keinen Skandalen konfrontiert waren, die konnten sich doch immer darauf verlassen, dass die Wiederwahl Erik Madewiesen ist. Ist diese Zeit vorbei, die Zeit dieser starken Landeshauptleute, die sich zurücklehnen können und sagen, wenn ich keine ganz großen Fehler mache, dann bleibe ich es, wenn ich will? Ich glaube, dass die Zeit der Landesväter, das war ja auch eine einfachere Zeit, auch hinsichtlich der Geschlechter. Mutter. Dass die Zeit der Landesväter sind es ja in den allermeisten Fällen, die sich dann am Aachensee treffen und eine Impfpflicht beschließen, jedenfalls vorbei ist. Und im Westen, im schwarzen Westen, maß man ja auch, gemeinsam mit Niederösterreich übrigens, ja die Klasse eigentlich der Politiker und der Grad der Landesväterigkeit wurde ja mit dem absolute Mehrheit, da gilt Bayern als Vorbild sozusagen. Das ist eigentlich das, was es früher bei Wechseln von Landeshauptleuten schnell wieder zu erreichen gab. Und wie lang dauert es, bis wieder absolute Mehrheit da ist? Wir waren dann lange in der 40%-Klasse, was hervorragende Wahlergebnisse sind, und sind jetzt in der 30%-Klasse angekommen. Und die Angstfrage ist, was ist, wenn die ÖVP unter 30% hätte? Die letzten Wahlergebnisse sind mit sehr viel türkisem Rückenwind passiert. Das war eine Sondersituation. Wann hat denn jemals eine Landespartei, eine schwarze, auch eine rote Rückenwind von der Bundespartei bekommen? Und jetzt haben die etablierten oder früheren Großparteien heftigsten Gegenwind. Der kommunistische Versuch ist eine Schwäche der SPÖ, der würde ich das anlasten. Und die ÖVP hat es auch nicht. Also da ist die Stärke der FPÖ, das wollte ich nämlich insofern sagen, weil die Unzufriedenen, wir hatten es gerade vom Verbrennermotor, die würden FPÖ wählen. Die Unzufriedenen mit der Corona-Politik wählen auch nicht mehr MFG, weil sich das Krüppchen mit freundlichen Grüßen verabschiedet hat. Die wählen auch FPÖ. Also von daher ist die FPÖ tatsächlich derzeit an der Spitze dessen, was sie mobilisieren kann. Und die anderen stehen da und diskutieren bundesweit über Obleute oder versuchen, in einer Regierung zu sein, die sich keiner wechselseitig traut, aufzukündigen, nur damit es eine Regierung bleibt. Wilfried Haslauer will nicht mit der FPÖ koalieren, also sieht man ihm an, gesagt hat er es nicht, glaubt man halt. Das wollte Johanna Mikl-Leitner auch nicht, dennoch tut sie es. Wenn wir da jetzt noch eine kleine Nachlese machen, weil es gerade so gut passt, warum macht sie es? Ich glaube, sie macht es aus dem Grund, um an der Macht zu bleiben. Ich glaube, wenn sie es nicht gemacht hätte, dann hätte das vielleicht wer anderer in der ÖVP gemacht und nicht sie. Und ich glaube, dass das der ausschlaggebende Grund war. Und ja, dann führt sie halt den Grund an, dass es mit der SPÖ schwierig war. Muss ich auch sagen, dass das natürlich extrem unprofessionell verhandelt war von dem jungen Sven Hergovich. Ich meine, du kannst nicht sagen, ich hack mir die Hand ab, wenn das oder jenes gewünschte Resultat nicht erzielt wird. Und das ist halt dann so ausgenützt worden. Ich
glaube nicht, dass es die Frau Mikl-Leitner stärken wird. Ich glaube nicht, dass es ihren Ruf in der Nachwelt mehren wird. Für Salzburg ist vielleicht so ein bisschen eine andere Konstellation, aber da kennt sich der Andreas Koller sicherlich besser aus. Also so meinem Gefühl nach ist die Spitzenkandidatin der FPÖ sehr bemüht gewesen, da nicht allzu radikale Töne anzuschlagen und ist da viel weicher und bürgerlicher aufgetreten. Ich finde es in ihrem Fall eigentlich auch interessant, dass sie Frauenthemen forciert auf ihre Art. Und übrigens ist es auch so, das sieht man auch in Italien, dass dann diese rechten Parteien, vor allem auch wenn sie Spitzenkandidatinnen haben, da durchaus reüssieren können. Wie es überhaupt so ist, dass die FPÖ bei den Jüngeren zulegt und auch bei den jüngeren Frauen interessanterweise. Also ich würde es nicht ausschließen und ist da alles möglich. Vielleicht bleibt dann auch nicht der Herr Haslauer Landeshauptmann. Vielleicht ergeben sich auch rechnerisch andere Konstellationen. Ich glaube, da ist alles offen. Was ich nur kurz noch anmerken wollte, was mich ein bisschen verdutzt ist, dann schon, dass in Österreich 2023 kommunistische Parteien realisieren können. Das stimmt nicht nachdenklich, weil es für mich zeigt, dass da manche Wähler einfach nicht wissen, was sich hinter diesem Akronym KPÖ, Kommunistische Partei Österreichs, verbirgt. Und das hat mich schon in Graz sehr frappiert. Und jetzt geht dieser Schmäh offenbar dann auch in Salzburg rein. Auch kein Ruhmesblatt. Wenn ich nur ergänzen darf, ich glaube, dass es eine ganz schwierige Situation ist. Robert Manasse hat ja bei euch in der Presse auch gesagt, Mikl-Leitner wird sich davon nie wieder erholen von dieser Koalition möglich. Ich glaube jedenfalls, dass diese blau-schwarze Koalition schon ein warnendes Beispiel ist für Wilfried Haslauer, würde ich schätzen, wobei es da eine Festspielstadt gibt. Das heißt, da könnte es einen riesigen Künstleraufstand geben. Das Problem ist nur, es wird sich ganz viel nicht ausgehen. Es könnte sich ja nicht einmal eine Rot-Schwarz vielleicht nicht ausgehen. Vielleicht bräuchte eine Viererkoalition, um Schwarz-Blau zu verhindern. Auch nicht ganz einfach. Also das wird eine ganz, ganz schwierige Koalitionsbildung, glaube ich, in Salzburg. Johanna Mikl-Leitner ist für eine sehr harte Corona-Politik gestanden, hat die von Sebastian Kurz mitgetragen. Härtere Corona-Politik interessanterweise als der rote Hans-Peter Doskozil, der zum Beispiel aus diesem Ost-Lockdown, aus dem berühmten, ausgeschert ist damals. Die Nachwahlbefragung in Niederösterreich hat gezeigt, dass dieses Corona-Thema ein ganz, ganz starkes Thema war. Auch in den Kärntner Landtagswahlkampf hat sie offenbar oder zumindest ins Ergebnis und in die Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler noch reingespielt. Hat die Politik und möglicherweise auch, haben auch wir Medien dieses Thema und diesen Nachhall unterschätzt? Offenbar haben wir den Nachhall unterschätzt, wobei ich sagen muss, also ich spreche jetzt für meine Zeitung, aber ich glaube, das gilt für den Großteil oder für alle Qualitätsmedien. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen berichtet und haben natürlich verantwortungsbewusst auch die Maßnahmen der Regierung mitgetragen, weil hätten wir schreiben sollen damals, Lockdown ist ein Blödsinn, geht's alle feiern. Ich meine, da hätten wir uns ja, das wäre ja völlig unverantwortlich gewesen. Und natürlich, das ist bewegt die Wähler zu einem gewissen Grad, aber ich halte es trotzdem für einen Wahnwitz, jetzt so zu tun, als ob man sich bei den Leuten dafür entschuldigen müsste, dass man ihnen eine Impfung angeboten hat. Ich meine, wo sind wir denn, muss man sagen. Also ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, wo man sich gratis impfen lassen konnte, so oft man wollte. Das ist ja ein Asset. Und wenn man jetzt sagt, nach wie vor auch kann. Pardon? Und es nach wie vor kann. Natürlich. Ja. Also sich als Regierung dafür entschuldigen zu müssen, das ist ja, hirnrissig. Und dass der Salzburger SPÖ-Vorsitzende, der Herr Ecker, jetzt auch damit daherkommt und so einen Corona-Vorhaben will, ich meine, da merkt man ja, also diese Anti-Corona-Geschichte, das ist ja fast wie eine ansteckende Krankheit, die jetzt von den Freiheitlichen auch zu einem Teil der Sozialdemokraten übergeht. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ganz kurz zum Schluss noch, dieses Corona-Thema, sagt man immer, hat die Gesellschaft gespalten. Ist nicht das einzige Thema. Im Übrigen, es hat begonnen mit der Flüchtlingskrise 2015, hat sich dann auch fortgesetzt über die lange, lange, lange Bundespräsidentenwahl ein Jahr danach. Immer wieder hat es geheißen, da sind Gräben, die müssen zugeschüttet werden. Sollte es diese Gräben geben, sind sie immer noch nicht zugeschüttet. Haben Sie eine Idee, wie man das jetzt doch tun könnte? Und diese berühmte Versöhnung, über die auch Johanna Mikl-Leitner jetzt im Zuge der Regierungsbildung immer wieder gesprochen hat, herbeiführen könnte? Ja, es gibt viele Tendenzen. Ich würde es auch
die staatsfeindlichen Organisationen oder diese Gruppierungen dazuzählen. Es ist halt heute über Telegram-Channel und vieles andere so viel möglich in diesem Land, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Und da mag jetzt nicht die Technologie allein Grund dazu sein, aber diese Gruppenbildung ist durch die sozialen Medien jedenfalls sehr viel volatiler geworden. Und das größtenteils, während Medien, die entsprechenden Kolleginnen und Mitbürgerinnen und Mitbürger würden sagen, Systemmedien, die unterliegen Entscheidungen vom Presserat, die werden reguliert etc. Während auf Plattformen irgendwas völlig, und das sieht immer ähnlicher wie Medien aus. Da gibt es auch in Österreich Sender, die auch Dinge, Sender unter Anführungszeichen, die Dinge propagieren, die einen glauben lassen, dass das System einem Böses will, dass man morgen vom Meteorit entweder getroffen wird oder sonst irgendwie da niedergeht. Ich finde schon damit, dass das Phänomen Fake News sehr viele Leute in die Irre lenkt. Und ja, wir haben bei all diesen Punkten, die Sie aufgezählt haben, in der Gesellschaft Menschen insofern auch verloren, dass sie sich gegen das System gestellt haben. Ob das jetzt mit einer Versöhnung, die der Bundeskanzler in einer Rede anklingt, dann besser wird, die Lösung dafür habe ich aber auch nicht. Lösungen haben wir keine, aber diskutiert haben wir gut. Vielen Dank Ihnen allen dafür. Am Schluss der Sendung jetzt noch ein Hinweis auf die kommenden beiden Wochen. Da werden wir uns in Spezialsendungen ganz ausführlich der Entscheidung an der SPÖ-Spitze widmen. In langen Einzelinterviews sind Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler zu Gast. Und anschließend analysieren wir die Aussagen dann mit Unterstützern aller Kandidatinnen und Beobachtern. Kommenden Donnerstag geht es um 20.15 Uhr los und jetzt geht es gleich hier los mit den Comedy-Hirten aus dem Orpheum in Graz. Einen unterhaltsamen Abend noch mit dem Programm von ORF3 und bis nächste Woche.